Also eine wunderschöne Gleichung und mein Ziel ist ja irgendwie so a hoch x gleich b und das dann lösen. Und hier ist ein x. Erst einmal minus 2 hoch x, damit alle x auf einer Seite sind. Dann habe ich hier 8 ist 3 mal 2 hoch x minus 2 hoch x. Eigentlich leicht, aber es verwirrt. Ich habe jetzt an der Stelle ein Minus und das habe ich bei diesem Potenzgesetz nie. Da habe ich mal dividiert, hoch, mal. Also haben wir nicht. Ja, so. Und ich habe bei den Potenzgesetzen hier verschiedene Exponent und hier habe ich verschiedene Basis. Da habe ich ja alles gleich. Also Basis, Exponent ist gleich, Basis, Exponent ist gleich. Okay. Und deswegen kann ich das hier zusammenfassen. Das ist, also wenn ich mir das anschaue, tun wir das hier wegmachen. So, also ich habe hier was Gelbes, hier was Gelbes. Habe ich dreimal Gelb, ja, minus einmal Gelb. So, mal jetzt das Gelbe. So, drei Äpfel minus einem Apfel sind zwei Äpfel. So einfach ist es. Also da muss man nicht an irgendwelche Gesetze denken, sondern einfach nur so 3a, ja, 3a minus einmal a gleich zweimal a, sowas. Also 8 ist dreimal gelb minus einmal gelb, 8 ist dreimal gelb. So, 8 gleich 2 mal 2 hoch x. Ja, das ist alles nur so Geschmiere. Und jetzt mache ich dividiert durch 2. Jetzt komme ich dann hin. Also 4 gleich 2 hoch x. Zwei Möglichkeiten. 4 ist ja 2 Quadrat. Also 2 Quadrat ist 2 hoch x. Das ist der Exponentenvergleich. Exponent gleich Exponent. Und dann habe ich x gleich 2. Oder mit der Definition des Logarithmus. X ist Logarithmus zur Basis 2 von 4. Naja, da muss man so also ein bisschen. Also x ist Logarithmus zur Basis von 2 Quadrat ohne Taschenrechner, 2 hoch wie viel ist 2 hoch 2, dann ist man eigentlich schon wieder beim Exponentenvergleich. Muss man also im Kopf muss man rausfinden, 2 Quadrat ist 4, 2 Quadrat ist 2 hoch 2 und das war so diese ganze Aufgabe.